Hey mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video am Montag mit unserer Serie Jünger sein. Und diese Serie, die beschäftigt sich immer mit einem Teaching von Jesus und damit, wie wir das in unserem heutigen Alltag anwenden dürfen. Und heute geht es darum, sich für Frieden einzusetzen. Und die Bibelstelle dazu, die steht in Matthäus 5, Vers 9. Ich lese sie dir mal zum Start des Videos vor. Da sagt Jesus, glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Lass uns zunächst mal in den Kontext schauen. Diese Aussage ist Teil der berühmten Bergpredigt von Jesus. Er steht auf einem Berg und predigt zu seinen Jüngern. Und diese ganze Predigt, diese Rede von Jesus ist eigentlich ein einziges Coaching an seine Jünger, wie sie jetzt ihren Alltag bestreiten können im Glauben, auch wenn es mal schwierig wird. Und er setzt gewisse Maßstäbe auch einfach fest in dieser Predigt. Und dazu gehört eben auch dieser Maßstab in Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Es sind einfach Maßstäbe an die Jünger, wie sie sich verhalten dürfen, was Gott sich vorstellt für ihr eigenes Leben. Mein erster Punkt ist, wie wir das ganz praktisch jetzt in unserem Alltag anwenden können. Das ist der folgende. Ein Kind Gottes wird man nicht durch Taten, sondern allein durch Glauben. Jetzt könnte man nämlich diesen Vers, glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen, könnte man falsch verstehen, nämlich so, dass man denkt, jetzt muss ich unbedingt Frieden stiften und dann bin ich ein Kind Gottes. Und so ist es eben nicht. Die Bibel sagt an ganz vielen anderen Stellen nämlich genau etwas anderes. Wir gehen gleich nochmal mehr darauf ein, was dieser Vers eigentlich meint. Und ich möchte dir dazu noch kurz eine Bibelstelle vorlesen, nämlich in Johannes 3, Vers 16. Da wird total deutlich, dass wir eben durch Glauben errettet sind. Dort steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt unbedingt Frieden stiften müssen, um uns ein Kind Gottes nennen zu dürfen, um also errettet und erlöst zu sein, sondern das werden wir durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht einfach vielmehr um eine Herzenshaltung, die ein Jünger Jesu eben hat, die sich mehr für den Frieden einsetzt. Aber diese Herzenshaltung resultiert aus dem Glauben an Jesus Christus und dieser Glauben, der ist derjenige, der uns zu einem Kind Gottes macht. Alle Früchte, die daraus entstehen, kommen eben erst aus diesem Glauben und sind deswegen nicht in sich selbst entscheidend dafür, ein Kind Gottes zu sein. Mein zweiter Punkt schließt direkt daran an, was ich gerade gesagt habe, und zwar, Frieden ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn man ein Kind Gottes geworden ist, dann hat man damit den Heiligen Geist erhalten. Das kannst du nochmal genauer, zum Beispiel in Römer Kapitel 8, nachlesen. Das geht einfach mit einher. Und dieser Heilige Geist verändert nun einen Menschen, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, schon zu Lebzeiten immer mehr in so eine Art, ja, Bild, ein heiliges Bild, was Gott von uns Menschen eigentlich hat, wie er sich das Ganze eigentlich vorgesehen hat. Und es gibt einen langen Katalog mit Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5, Vers 22. Und da steht eben auch ganz explizit die Frucht Frieden. Das heißt, ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, den wird Gott immer mehr verändern, dahingehend, dass er Frieden sucht, Frieden ausstrahlt, Frieden hat über sich, über andere, wie auch immer. Und das ist einfach so, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus jetzt irgendwie uns für Frieden einsetzen oder unbedingt dem Frieden nachjagen müssen, sondern es ist Gottes Heiliger Geist in uns, der uns verändert, mit dem wir da zusammenarbeiten dürfen, dass Frieden eine Frucht aus unserem Leben wird. Und mein dritter Punkt ist, Jesu Friedensstifter sind gesegnet. Hier steht ja, glücklich sind, die Frieden stiften und so weiter. Dieses glücklich sind kann man auch so verstehen, dass es bedeutet, gesegnet sind die. Gesegnet von Gott sind diejenigen, die sich eben für Frieden einsetzen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und es ist ja nicht immer einfach, sich für Frieden einzusetzen. Also auch wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, eine Berufung gibt, wo du dich für Frieden einsetzt in dieser Welt, ist das wirklich alles andere als einfach ganz oft. Oder auch wenn wir uns in unserem Alltag mal für Frieden einsetzen, vielleicht in kleineren Streitigkeiten uns für Frieden einsetzen, das ist nicht immer leicht. Aber als ein Kind Gottes ist man dennoch gesegnet, weil man eben ja das höchste Gut schon erreicht hat, nämlich die Erlösung. Und man weiß das und man kann sich darauf ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ausruhen, aber so ein bisschen eben darauf verlassen, dass das hier das Höchste ist, was man erreichen kann. Und auch wenn es hier manchmal schwierig ist und sich eben jetzt an dieser Stelle für Frieden einzusetzen, dann weiß eben ein Jünger Jesu, auf was er sich nämlich freuen darf und dass Gott seinen Rücken stärkt und dass er eben eines Tages bei Gott sein wird. Und so verstehe ich auch gut diese Stelle, glücklich sind,
die Friedenstiftenden Gott wird sie seine Kinder nennen. Zum Abschluss möchte ich dich noch mit 3 Punkten ganz praktisch ermutigen. Und zwar der erste Punkt ist, wenn du dich bislang in deinem Leben noch nicht so bewusst und aktiv für Frieden eingesetzt hast oder so etwas getan hast oder dich mit dem Thema Frieden beschäftigt hast, dann entspann dich, denn du bist und bleibst dennoch ein Kind Gottes. Das ist mein erster Punkt. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, bist du ein Kind Gottes, auch wenn du dich bisher noch nicht aktiv und total bewusst für Frieden eingesetzt hast. Mein zweiter Punkt ist der, dass du Gott heute ganz aktiv darum bitten darfst, dass diese Frucht des Friedens, die vom Heiligen Geist kommt, in dir immer mehr zum Vorschein kommt. Und du das immer mehr erleben wirst, wie sich Frieden breit macht und du dich auch gerne für Frieden einsetzt. Und mein dritter Punkt ist der ganz praktische, und zwar, wo ist denn gerade Unfrieden in deinem Leben? In deiner Familie, vielleicht in deinem Freundeskreis, bei der Arbeit, wo auch immer. Vielleicht fällt dir eine Situation ein oder du kannst auch mal drüber beten, Gott darum bitten, dir da was zu zeigen. Und dann sei mutig und bete doch zu Gott, dass er dir hilft, dich da mal ganz aktiv für Frieden einzusetzen. Das ist doch eine mega gute Möglichkeit, direkt diesen Vers mal praktisch einzusetzen und anzuwenden und wo du erleben darfst, ja, wie Gott dich da führt und leitet und diesen Vers auch wahr macht in deinem Leben. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Es gibt jetzt noch Gruppenfragen, die werden gleich am Ende dieses Videos eingeblendet. Da kannst du das mit Freunden in deiner Gemeinde, wo auch immer, noch ein bisschen mehr vertiefen, was du hier heute gehört hast, noch ein bisschen praktischer auch in deinem Alltag anwenden. Und ich wünsche dir und deiner Gruppe, wie auch immer, ganz viel Segen beim Lesen dieser Sachen und nochmal beim Anwenden und beim drüber studieren. Und ich wünsche dir Folgendes, nämlich Stay on Fire!